Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tomb Raider. Folge Nummer 4. Beim letzten Mal haben wir Roth gefunden, der gerade von Wölfen angegriffen wurde. Wir haben den Rucksack mit dem Funksender besorgt. Und wir müssen jetzt an einen möglichst hohen Ort. Und zwar auf den dort oben. Da soll es wohl einen Funkturm geben und da müssen wir von der Spitze aus das Signal absenden, um Hilfe zu holen. Und da machen wir jetzt auch weiter. Ich habe die Grafikeinstellung jetzt ein bisschen zurückgeschraubt, weil beim letzten Mal, ich nehme immer 30 Frames pro Sekunde auf, und beim letzten Mal ist er immer ganz knapp an der 30 gewesen. Das heißt, da hat es dann öfter mal zwischendurch geruckelt. Jetzt habe ich die Aufnahmen, die Qualität ein bisschen zurückgeschraubt. Jetzt habe ich hier glatte 60 FPS die Sekunde. Und es läuft sehr viel flüssiger als beim letzten Mal. Ich hoffe, also mir macht es auf jeden Fall so mehr Spaß und euch dürft es auch besser gefallen. Geht lieber zurück. Gehen wir rein. Na, was macht ihr jetzt? Okay. Ich glaube, er bleibt erstmal. Ja, der funktioniert noch, oder? Habt ihr was gehört? Und. Hey. Oh, oh, oh. Immer noch. Okay, warum ist er jetzt explodiert? Naja, egal. Gut, weiter geht's. Die sollen nämlich den Wasserfall hoch. Okay, das ist noch eine ganz schöne Strecke. Da hinten gibt's noch was. So, wir nehmen den hier erstmal aus, wie neu noch ganz. Ach, hier geht's ja. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Okay. Gut. Also das ist jetzt irgendein Botschafter, der jetzt die Zeit schreibt. Mal gucken, wie es weitergeht. Gut, weiter geht's nach oben. Wir gehen erstmal hier rüber. Und schnappen uns der Zeug. Kann ich eigentlich die Hühner hier töten? Komm her, komm her! Jawohl! Du kannst sogar... Du kannst sogar Erfahrungspunkte finden. Ah, noch ein Geocache. Uns auch plus 3 von 15. Oh Gott, oh Gott. So, wir müssen jetzt dort rüber. Und ab. So, jetzt da oben weiter. Ah ja. Das ist echt. Sehr viele Uncharted-Ähnlichkeiten. Das war knapp. Das ist echt Wahnsinn. So. Na komm, 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 komm.
sehr einladend aus. Oh, oh, das war zu früh gesprungen. Dadurch ist sie jetzt auch nur gestorben. Ah ja. Sehr realistisch. Oh, nochmal, bei diesem möchte ich den Moment springen. Lauf! Und zack! Aha. Lara, bist du da? Ja, ich bin hier. Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Warte. Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Lass mich raten, die wird ganz oben an der Spitze wahrscheinlich sein. Das war nice ausgerichtet. Wow, wow, wow! F, F, F! Ich sag nichts. Realismus sieht anders aus. So. Oh. Da war ich gerade den Bogen gewöhnt. Voll in die Weichteile. Komm raus, komm raus. Ah! Ich glaube, das war's. Ja, ich muss mich erstmal wieder in das Spiel hier reinfinden. Ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen. So. So. Nein. So. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Was? Wie dicht ist jetzt aber mein Turm? Der war doch eben gerade. Oh, das ist ein anderer Turm. Der war doch eben gerade noch gefühlt auf einem riesen Berg und jetzt sind wir plötzlich davor. Naja, egal. Wir stellen lieber nichts in Frage. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia, meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Autsch. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Verkackt. Nach dem Vater... Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. So sieht's aber nicht aus. Oh. Okay, für die Zwischenschritte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. Fisch. James Whitman. Ich kann auch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch.
Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Tja, jetzt sind wir hier. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf. Gut, da ist der Punkt. Was gibt's hier noch Schönes? Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Okay. Gut. Also müssen jetzt irgendwie da rüberkommen. Moment so. Schon. Wo ist er? Na. Ist da noch einer? Da ist einer. Na, fuck. Haben wir ihn getroffen? Da hinten läuft nur einer. Warum ist da noch einer? So. Ich sehe keinen mehr. Kann ich natürlich auch täuschen. Nee. Nee, ich sehe keinen mehr. Ich höre doch Schritte. Okay. Nee, die Fackel brauche ich jetzt nicht. Fähigkeitspunkt. Eine Münze der Edo-Periode, geprägt im späten 17. Jahrhundert. Gleich, eben gerade. Könnte aus. So. Oh Gott, den hab ich gar nicht gesehen. Und
Der ist denn kaputt? So, auf den Tisch. Komm her. Zack. Der hat mich natürlich nicht gesehen. Das sind zwei. Habt ihr es gehört? Hier rüber! Ach, ich hab dich unter Beschuss! Nein! Da hinten ist noch einer da. Scheiße. Ich hab keinen Nacken. Kann ich nicht schlagen oder so? Ist natürlich doof. So. Was haben wir hier? Komm ich denn hier hoch? Schau mich ab. Hier. So. Jetzt haben wir den Turm denn schon. Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Hallo, ich bin voll. Okay. Oh. Mach mir keine Angst. Es ist eiskalt. Komm schnell raus hier. Und wieder hoch. Was auch geschieht, ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Okay, ja, die sind ganz schön krass drauf. Also Messias, den wir da in den letzten Folgen gesehen haben, das ist anscheinend der Anführer von denen. Was ist das für ein Gas? Kann ich da durchgehen? Ah, okay, also grünes Gas. Da muss ich aufpassen. Geht's hier lang? Ach, hier. Okay. Vorsicht, voller Benzin! Voller Benzin? Soll ich da mal drauf schießen? Echt? Wofür brauchen Sie das? Generator ver- Boom! Das hier nicht. Schauen wir mal hier noch ein bisschen weiter. Lecker, lecker. Dann nehmen wir ein paar Punkte. So. Oh ja, das war eine echt gute Entscheidung, die Qualität ein bisschen runterzuschrauben. Butterweiche Aufnahme wird das jetzt. Was hier noch was? Pfeiler, weil wir haben eh genug. Wow! Der hat mich erschrocken. Mach das nicht nochmal! Das bedeutet. Ist jetzt die Frage, muss ich durch die Tür oder da oben lang? Kann ich die überhaupt aufstemmen? Nee. Ist da was drin? Naja, gehen wir halt da drüben lang. Okay. Rechte Maustaste, um zu zielen. Ah, die kann ich schmeißen, okay.
sollte mir. Soll mir das irgendwas bringen? Niemand geht. Ach, no one leaves. Was soll man denn diese Laternen bringen? Hier ist noch was. Es gibt keinen Ausweg, Outsider! Schießt! Oh. Soll ich zurückgehen? Ich geh zurück. Das war wahrscheinlich der Plan hier, oder? Ich hoffe mal, das ist jetzt ein entzündliches Glas. Ich schmeiß einfach mal rein. Das ist entzündliches Glas, ja. Definitiv. Lebt er noch? Ach dann. Hallo. Na, ich habe wohl einen schweren Eindruck auf den hinterlassen. Oh, neue Waffe. Beende es. Bitte. Soll ich ihm helfen? Oder nicht? Bitte. Töte mich einfach. Sollen wir? Nein, du bist es nicht wert. Ihr tötet einfach wahllos Menschen hier auf der Insel. Und daher verrückt elendig. No one leaves. Okay. Huh. Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von zwei Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Okay. Also die wollen sich diese Technik anscheinend zunutze machen, mit dem sie die Stürme hervorrufen. Die Frage ist ja, wie will man sich eine Gottheit zunutze machen? Jetzt, Licht was? An. Oh, oh. Jetzt bist du dran! Oh. Nicht gut, nicht gut! Mama! Alter, wo ist meine Pistole? Was halten die denn aus? Oh. Nice. Okay. Das war jetzt zwar nicht ganz sauber gelöst, aber wir leben noch. Musik spitzt sich dazu. Jetzt haben wir beim Hauptbergungsgut. Mal gucken, was wir uns da Schönes von kaufen können. Ja? Aber ich habe jetzt noch das Maschinengewehr hier, ne? Oh yeah. Jetzt geht's ab. Ich hoffe, das war nur der eine. Das sieht doch ganz gut aus hier in so einer Kommandozentrale, oder?
sie noch funktionieren? Nein. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ist es aber nicht. Ja, dann, du musst sie erstmal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Es macht natürlich immer super viel Sinn, so einem manuellen System immer ganz oben am schwerst zu erreichenden Punkt anzubringen. Sacrifice. Da soll ich jetzt reingehen. Okay. Oh. Heiß. Okay. Wohin soll ich jetzt hier lang? Okay. Oh! Alter. Oh. Dann noch rum. Das mit dem Turm muss jetzt aber klappen. Weiter, weiter, weiter. So, und F. Okay. Da wären wir wieder. Und der Turm ist jetzt in greifbarer Nähe. Obwohl, das ist nochmal ein dickes Lager von dem, kann das sein? Das ist doch nicht normal. Oh, schöner Ausblick. Gut, da werden noch ein paar Leute auf uns warten. Von daher werden wir das uns in der nächsten Folge vorknüpfen. Dann klettern wir nämlich auf den Turm und können hoffentlich ein Funksignal absetzen, damit wir ein bisschen Hilfe bekommen. Und von daher sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.